So, und weiter geht's bei Let's Play FIFA 13 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. So, wir loben jetzt einfach mal. Loben. Brüllet spricht sein Berater. Spielerberater agieren im Allgemeinen selbstlos und zählen deshalb auch nicht zu den düsten Berufsständen. Ihre Klienten, okay. Eigentlich nur Uninteressantes. So. Florian Hartetz. Ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in der letzten Zeit gut gespielt und ich würde gerne wieder weiterhin eingesetzt werden, Trainer. Ja. Tut mir leid. Soll man Hand reintun von Fritz? Ja, komm. Nächste Partie. Ein Heimspiel. Und ja, kann losgehen. Immer noch auf Profi. So. Und jetzt Arnautovic. Und er trifft. Und los geht's. Bundesliga. Der SV Werder Bremen empfängt im Bremer Weserstadion den 1. FC Nürnberg. Das könnte Spitzenfußball werden, aber wir wissen es ja nicht. Das ist das Problem. Trotzdem, wir begrüßen Sie. Und Brödel wieder im Fokus. Und ja, wir werfen mal den Blick auf die Tabelle. Bremen auf Platz 4 und ja. Und Cohen. Pinola kommt nicht dran. Einwurf müsste für Nürnberg geben. Pinola. Mbaye, der eine gute Form hat zurzeit. Brödel. Mielitz wieder im Tor. Nachdem Wolf eigentlich eine gute Partie hat zwar nicht viel machen müssen. Schmitz. Fehlpass. Die Bräune. Ach, der Pass war riskant. Zu riskant. Ach, schade. Hätte ja gut gehen können. Ja, kriegt er nicht mehr, Petersen. Der war zu fest. Das Zuspiel. Schäfer. Auf Peckert. Gebhardt. Cohen. Puh, Glück gehabt. Und jetzt Ekici. Konter-Situation. Petersen. Ja, nicht wirklich auf Adrian. Und Wolf. Schäfer hat den Werber dann auch einen Rückpass eigentlich. Aber wird hier irgendwie nicht bei FIFA bewertet. Gebhardt. Hand. Mbaye. Adrian. Und Peckert. Mbaye. Adrian. Petersen. Wohin? Adrian. De Bruyne. Arnautovic. Es läuft gut jetzt.
Ja, aber die Flanke kommt nur auf den Torwart und sonst nirgends hin. Kein Foul, sagt der Referee. Und jetzt Mbaye. Hand, den erwischte. Nee, aber es ist Zuspiel. Schlecht. Und der Versuch, den Ball zuzuspielen. Schlecht. Und jetzt Bremen mit dem Einwurf, glaube ich. Ja. Chandler. Ballverlust. Freistoß, Freistoß, immerhin. Die Bräune! Genial. Ein genialer Freistoß und Kevin De Bruyne macht ihn. Rein, aber wie frei er da steht. Mauer. Nicht existent. Schauen wir uns hier mal an. Gut, sind ein bisschen überrascht, dass er so kommt. Sind nicht nur ein bisschen überrascht, wir sind extrem überrascht, dass sie es so machen. Dass es nicht direkt ausgeführt wird. Und gibt Freistoß, Vorteil wurde abgepfiffen. Antonio. Marcos, Antonio. Nee. Nee. Und ja. Einfach mal ins Ausspielen. Giotake. Giotake und Pickard. Nichts mit der Führung zur Pause. Nichts. Da wird daraus 1-1. Gut. Das schläft Bremen. Hier Kiyotaki kann flanken. Pickard steht Mutterseelen allein in der Mitte. 1-1. Das lässt Bremen nicht auf sich sitzen. Aber Schäfer hat den Ball. Und müsste jetzt dann zur Halbzeit gehen. Ja, so ist es. Halbzeitpause. 1-1. Die beiden sind sowas von ausgeglichen. Halbzeitresultat, wer hätte es anders erwartet, Buschi? Mbaye. Ja, an dieser Stelle sagt man ja auch, sie neutralisieren sich. Schmidt, Fehlpass. Cohen. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Ball immer noch in Seiten der Nürnberger. Jetzt aber nicht mehr. Hand. Petersen. Nur wohin? Nur wohin? Wird angeschossen, bleibt aber noch im Spiel. Mbaye. Petersen. Petersen. Schade, schade, nicht auf Adrian. Nicht auf Adrian. Und Bremen will jetzt das Tor. Man merkt es direkt. Adrian. Adrian wollte ihn, glaube ich, lupfen. Verwirrung jetzt vom Nürnberger Tor. Schäfer aber gerade noch so zur Stelle. Wechsel jetzt. Es war ein. Für den Torschützen Pekard. Adrian. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Gebhardt. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Und er bekommt Hilfe. Schmitz. Das war
Situation genau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Nee. Nee. Jetzt bleibt er immer noch bei Werder. Arnautovic. Super Form, extremes Selbstvertrauen. Und das macht die Mannschaft um einiges stärker. Chance zum Konter, was machen Sie da? Nichts da, sagt sich Adrian, glaube ich. Nee, dann war es die Bräune. Adrian probiert's! Boah! Huch, der Brasilianer. Und jetzt Adrian wieder mit Decke. Nee, drüber. Drüber, Adrian. Ärgert sich. Und jetzt hier nochmal. Nee, schon wieder. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal aus. Die Bräune raus. Ilia rein. Hand. Hand. Petersen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Und jetzt Werder Bremen. Rödel. Hand. Bleibt hier bei der Punkteteilung. Oder doch noch ein Siegtreffer für deine Mannschaft. Und jetzt gibt's eine Auswechslung. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es sehr schnell gehen. Ja! Arnautovic, der muss rein! Der muss rein! Ecke, Adrian! Drüber, gib nochmal Ecke! Gib, glaube ich, nochmal Ecke! Hand! Ach, schade. Das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Bremen will den Treffer. Bremen will den Treffer. Bremen kriegt den Treffer aber nicht. Bremen kriegt ihn jetzt nicht und es ist aus. Es ist aus, 1-1. Wäre mehr drin gewesen. Wäre mehr drin gewesen. Aber die Bräune heute wieder mit einer klasse Leistung. Wieder 9,1. Und Schäfer 9,4. Okay. Und das hat zur Folge, dass wir bei der Tabelle ein bisschen runterrutschen. Naja. Dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Klapperdier.